Endlich. Ich mache das Wasser da rein. Okay, ein wenig in die Röhre gelassen, während der Kaffee kocht. Aber klar doch. Wir gucken fern. Ach ja, es ist Gewitter. Sollte es lieber nicht riskieren. Ich habe gerade ein unheilbringendes Geräusch gehört. Was war das? Ich denke, es kam aus dem Bad. Ich speichere hier mal zwischen. Natürlich guck mal nach. Wir hören ein Geräusch aus dem Bad und gucken natürlich nach. Nichts hier. Nun muss eine Einbildung sein. Der Kaffee sollte nun fertig sein. Was? Wo kommen denn die hier? Was macht hier in meiner Bude? Bin wieder ins Bad gegangen. Hallo? Könnten Sie bitte meine Bude verlassen? Hahaha. Ha, ha. Du hast recht, mein Liebe. Wie verrückt der Tag doch war. Oh, schau, mein Lieber. Es ist unser kleiner Junge. Ich kann sehen, Schatz. Es macht doch nichts, dass wir uns Kaffee genommen haben. Allerdings schmeckt er etwas seltsam. Nein, nein, überhaupt nicht. Bist du in Ordnung, Liebling? Du siehst so blass aus. Sollst du nicht, du weißt schon, tot sein? Oh, natürlich sind wir tot. Verrückt, sowas zu sagen. Aber auch wenn wir lange Zeit tot sind, macht es dich noch verrückt, unsere Worte der Weisheit zu hören? Ich denke nicht. Und genau deswegen sind wir hier. So höre uns an und lass dein Gewissen sprechen. Hört sich vernünftig an. Wir hörten einige nun unschöne Dinge über dich, Liebling. Das ist richtig. Wir machen uns Sorgen, ich und dein Vater. Wirst du gierig, Sohn? Es ist noch nicht zu spät für eine Änderung. Schau, ich bin nicht stolz auf einige Dinge, die ich getan habe. Aber seht euch die Wohnung an. Ich möchte erfolgreich sein in meinem Leben. Wir verstehen, Sohn. Aber auf Kosten anderer Leute. Denk darüber nach, Sohn. Du bist besser als das. Ich weiß nicht. Ich habe hart dafür gearbeitet. Alter Schwede, regnet das da gerade Blut? Ich weiß, vielleicht seht ihr es gerade nicht durch das Licht des Fensters. Ich suche nach Mrs. Godwin. Ist dies die richtige Adresse? Was zur Hölle passiert hier? Da sind die Eltern schon wieder weg. Es regnet tatsächlich Blut draußen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es regnet tatsächlich Blut. Und da ist Mrs. Godwin. Bleib ruhig. Es ist nur mein Verstand, der mir übel mitspielt. Ja, das muss es sein. Okay, ich ziehe mich besser an. Hier ist der Regen wieder blau bzw. weiß. Und Miss Godwin ist weg, meine Eltern auch. Ja. Das Badezimmer. Wo ist mein Schlafzimmer? Bin noch nicht bereit zu gehen. Ich brauche meinen Kaffee. Ich muss aus dem mein Pyjama raus. Okay. Wo kann ich mich umziehen? Vielleicht hier.
Es war sehr hart gestern, aber ich entschied mich weiterzumachen. Aber ich muss immer noch an Mrs. Godwin denken. Wie auch immer Mr. Taylor war, der nächste Name auf meiner Liste. Er lebte in Siedler. Er hatte keine Schulden, aber die Stadt wollte sein Grundstück. Sie bauen eine Autobahn dort. Ich fuhr zu ihm, um seinen Besitz zu beschlagnahmen. Okay, nice. Draußen. Seine Hütte sollte hier irgendwo sein. Und hier ist ein Speicherpunkt. Ich speichere natürlich. Okay, ich speicherte den Fortschritt und ging weiter. Ah, hier ist es. Hier ist Priest. Ich suche nach Mr. Trailer. Hallo? Entweder er ist nicht zu Hause oder er ignoriert mich. Ich muss mit ihm reden. Es ist ein Stapel mit Feuerholz. Verschlossen. Da ist der Gute. Hallo? Sie müssen Mr. Taylor sein. Nun ja, das bin ich. Mein Name ist Price. Nett, Ihre Bekanntschaft zu machen. Hören Sie auf damit und lassen Sie mich Ihre Drohungen hören. Ich weiß, warum Sie hier sind. Drohungen? Nein, nein. Wie wäre es mit Argumenten? Sehen Sie, die Stadt möchte hier eine Autobahn bauen. Das würden viele Leute und Touristen in die Stadt bringen. Und auch viel Geld. Oder sehe ich das falsch? Nun, das ist genau das Problem mit den Leuten wie euch. Geld ist euer König. Wo ist ihr Mitgefühl? Dies ist mein Zuhause. So, es war ein sehr langer Tag heute. Es ist schon alles vorbereitet. Und vergessen Sie nicht, Sie werden großzügig entschädigt. Und wenn Sie sich weigern, müssen wir Ihnen Ihren Besitz enteignen. Ich denke, dass mir keine Wahl bleibt, als mich zu beugen. Hier, Sie haben mich. Ich hoffe, Sie sind nun glücklich. Es tut mir leid, Sir. Sorry, Junge. Ich weiß, Sie machen nur Ihre Arbeit. So, wenn es etwas gibt, das ich für Sie tun kann, da gibt es etwas. Es wird kühler hier draußen. Lassen Sie uns in meine Hütte gehen und weiterreden. Hier, nehmen Sie diesen Schlüssel. Ich folge Ihnen in Kürze. Okay, und oh, und wenn Sie schon da sind, können Sie Feuer im Kamin machen. Natürlich, danke, Sir. So, ich habe hier den Hüttenschlüssel. Da werde ich jetzt ganz schnell mal zur Hütte gehen und natürlich mal Feuer in der Hütte machen. Ja. Zack, ich habe die Tür aufgeschlossen.